Hi, heute werfen wir einen Blick in das Beauty Love Easter Egg. Ja, 39,95 kostet das normalerweise. Als Abonnent hat man da 5 Euro Rabatt drauf bekommen. Immerhin, aber ich finde, das ist relativ viel eigentlich, ne? Und, was war das? 169 Euro, genau, soll der Wert sein. Und man konnte auch schon einen kleinen Blick hineinwerfen. Da ist sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik drin. Und mich hat das einfach überrascht, muss ich sagen. Denn, also, Beauty Love ist ja quasi Pinkbox, Instabox und so weiter, ne? Und da gab es vorher noch kein Easter Egg. Die haben sich gedacht, tja, wenn Look Fantastic und Glossybox das können, können wir das auch. Und deswegen gibt es hier auch ein Ei. Finde ich ganz schön. Ist jetzt auch passend kurz vor Ostern bei mir eingetroffen. Kann man sich auch immer noch kaufen, wenn man möchte. Und verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Sieht relativ hübsch aus, ne? Das ist einfach ein Karton und das ist ein Ei. Das kannst du super weiterverwenden. Happy Easter finde ich auch einfach, ne? Das ist entspannt. Hier hinten hast du halt das Logo mit da drauf, aber ansonsten kann man das halt super jetzt auch weiter befüllen. Hier steht ein MHD mit dabei. Das ist auch interessant. 11.07.2024. Ich hoffe nicht, dass es für alle Produkte da drin gilt. Ich entferne jetzt einfach mal den Deckel und finde hier allerhand Produkte drin. Oh, sieht wirklich nach einem schönen Geschenk aus, Leute. Denn ja, man wird hier begrüßt von einem Flyer. Make your Easter even more beautiful. Ostern klopft dieses Jahr früher als erwartet an. Aber hey, kein Grund zur Panik, ganz im Gegenteil. Es wird Zeit für ein bisschen Farbe, Leichtigkeit und bye-bye Winterblues. Das hat mich schon mal, ne? In unserem süßen Osterall findest du viele Beauty-Lieblinge, die dein Osterbrunch-Styling oder um einfacher... Nein, oder um einfach... Was? Oder um einfach deiner Beauty-Routine einen frischen Kick zu verpassen. Ah, pst, ein leckeres Goodie haben wir auch für dich versteckt. Ich habe es direkt gesehen, Leute. Was genau dich erwartet? Na, da musst du wohl auf deiner Ostereiersuche selbst herausfinden. Lesen kann ich auch nicht mehr. Also auf geht's. Viel Spaß beim Suchen, Ausprobieren und Verlieben. Happy Easter, Sweetheart. With Love, dein Beauty-Love-Team. Okay, ja, ihr merkt, ich bin aufgeregt. Ich freue mich, denn das Erste, was ich sehe, ist etwas, was ich so lecker finde. Amicelli. Das heißt ja, ich mag dich, glaube ich, ne? Und ja, ich liebe Amicelli. Oh mein Gott, ja. Mhm. Gib mir Amicelli und ich bin glücklich. Das ist wirklich so. Und hier kommt auch das MHD her, der 11.07. Okay. Das wird safe nicht bis dahin durchhalten. Und ja, mag ich. Ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr gut gewählt. Aber wir sprechen hier ja von einem hauptsächlich Beauty-Ei. Ne? Und dementsprechend schauen wir jetzt mal, dass wir hier ein paar Beauty-Produkte in die Kamera halten. Von Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt Lengthening and Volumizing Mascara ist hier mit am Start. 10 ml sind hier drin. Hatten wir die nicht letztens auch in irgendeinem anderen Ei schon mit dabei? Oder in irgendeiner Box? Das kommt mir bekannt vor. Ich habe sie da. Ich hatte sie nämlich auch schon mal in einem Adventskalender oder so. So schaut sie aus. Und ich blende euch auch gerne mal das Bürstchen ein. Denn meine ist jetzt... Nee, warte. Ja, die hatte ich letztens irgendwo schon mit drin. Das ist meine. Die mache ich jetzt auch mal auf. Dann kann ich euch das Bürstchen zeigen. Das ist ein tannenbaumförmiges Faserbürstchen, was so einmal ausschaut. Und die mag ich. Als ich die verwendet hatte, war ich da echt glücklich drüber. Kommt dann auch in meine Box für mein Full-Face Beauty-Boxen, denn da sammle ich immer fleißig. Und das ist eine Originalgröße. Also in letzter Zeit haben wir recht viel Anastasia Beverly Hills in den Beauty-Love-Boxen. Also quasi Pinkbox, InStyle-Box, Luxury-Box und so weiter. Ich weiß nicht, was da los ist mit ABH. Weil normalerweise ist es nicht immer unbedingt das beste Zeichen, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ne? Aber gut. Vielleicht wollen die jetzt einfach ein bisschen mehr ihre Marketingstrategie ändern. Dann habe ich hier den Karottenkuchen-Mix von Just Spices Carrot Cake Mix. Das ist dieses hier. Und ihr bekommt auch mit Just Cloudy ein Bratkartoffelgewürz gratis mit dazu. Genau. Und ja, hier haben wir den Carrot Cake Mix. Passt natürlich jetzt auch zur Osterzeit. Ich bin jetzt kein Karottenkuchen-Fan, um ehrlich zu sein. Ja, ne? Aber ist ganz, ganz schön gemacht, um ehrlich zu sein. Dann habe ich hier mit dabei von Oolac etwas in der Farbe Babe. und zwar Sensual Glow Rich Cream Lipstick. Hatten wir das nicht in der Pinkbox in einer anderen Farbe? Okay, denn das war dieses Packaging, was mich halt echt beeindruckt hat. Das sah sehr, 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 sehr hübsch aus. Ich weiß gar nicht, wo die Marke herkommt und wo man die normalerweise so bekommt. Muss ich passen, aber ja, den hatten wir auch in einer anderen Farbe in der Pinkbox. Ja gut, ne? Da haben die dann auch jetzt einfach weitergemacht. Eine wunderschöne Farbe. Die ist wirklich hübsch, ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe, mag ich sehr gerne leiden und sehr tragbar. Das ist natürlich auch echt schön. Ja, habe ich jetzt schon halt in einer anderen Box nochmal drin gehabt.
Etwas Abwechslung gerade zu den aktuellen Boxen wäre tatsächlich von den Marken her auch gar nicht so verkehrt gewesen. Bin ich ehrlich, ne? Also ich bewerte alle Boxen so aus ganz normaler Käufersicht. Ich habe die ja auch selber gekauft, dass man da halt auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so eine Referenz hat und so. Ja, hier habe ich jetzt einen Lip Liner von Jean Darcel. Das finde ich cool. Ja, das ist einfach einer in der Farbe 2. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ist aber auf jeden Fall so ein wunderschöner Nude-Ton. Das finde ich klasse. Und der passt auch definitiv zu dem Lippi. Und ja, den kann ich doch mal auspacken, oder? Nee, da mache ich mir jetzt meine Fingernägel noch kaputter. Packe ich auf jeden Fall in meine Box für meine Full-Face-Beauty-Boxen. Weiter geht die wilde Reise. Avant darf nicht fehlen. Das ist ja immer unser allgemeiner Begleiter in den Boxen, ne? Pink Orchid, Hyaluronic, White Peony, Glycerin, Penta, Peptide und so weiter. Das ist ein Overnight Serum. Mhm. Ja, 30 Milliliter und damit haben wir schon mal 100 Euro wert. Quasi, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, hört sich auf jeden Fall ganz gut an wegen der Hyaluronsäure und wegen den Peptiden. Das ist immer eine ganz gute Geschichte. Ansonsten kann ich da nicht groß was zu sagen. Die Avant-Produkte, die ich ausprobiert habe, waren alle solide, aber halt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ich möchte jetzt unbedingt den vollen Preis dafür bezahlen und sie halt nachbestellen. Ne? Gut, ein bisschen Haarpflege. Darf nicht fehlen. Und da hat Ahuhu hier was drin. Das ist schön. Shampoo und Conditioner, beides. Einmal das Shampoo mit 50 Millilitern. Passt für mich tatsächlich auch, dass das Shampoo kleiner ist als der Conditioner, weil Shampoo trägst du dir ja quasi bis hier auf, mehr oder weniger, also halt quasi an den Ansatz. Und bei mir sind halt die Längen etwas länger und dementsprechend brauche ich auch mehr Conditioner. Das ist Paradise Length, passt natürlich. Rice Milk, eine Repair-Pflege für langes Haar mit Paradiesnussöl und Reismilch. Ja, da haben wir einmal hier das Shampoo und dann natürlich auch dazu passend den entsprechenden Conditioner. Und also ich finde es klug, dass die halt beide mit reinpacken. Ich finde es klug, dass die hier auch eine größere Größe von dem Conditioner mit reinpacken. Das hat was, ne? Das hat was Überlegtes. Und vor allem, wenn es halt auch die Reihe ist. Ich weiß nicht, ob jeder auch genau diese Reihe drin hat oder ob es unterschiedliche Reihen gibt. Ja, man hat bei der Pinkbox auch ein Beauty-Profil angelegt. Dementsprechend hätten die das vielleicht sehen können, dass ich lange Haare habe und sowas brauche. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Also für mich persönlich ist es super. Das sind auch tolle Größen, wenn man halt irgendwie eine Woche verreist oder so, ne? Ich finde es toll. Dann habe ich hier noch was von Asa mit dabei. Und zwar das Expression Control Serum mit 5 Millilitern. Ja, das soll dann quasi sehr wahrscheinlich Mimikfältchen bearbeiten, um das mal so zu sagen. Das, ja, dass man das quasi, ja, keine Ahnung, hier so an die Stirn macht, hier so in der Zornesfalte vielleicht und hier vielleicht und hier, da wo man halt Fallen hat, ne? Und dann halt irgendwie für eine gewisse Zeit sich nicht bewegt und dann wird das dann entsprechend einziehen und die Mimikfältchen minimieren, keine Ahnung. Für einen gewissen Zeitraum, ne? Das kennt man ja auch von dem einen oder anderen Produkt. Finde ich interessant, also das kann auf jeden Fall was sein. Und dann habe ich ja auch noch ein Parfum drin, und zwar von Kappa, das Blush. Ja, Woman Eau de Parfum mit 40 Millilitern, das ist dieses hier. Die Kappa-Düfte sind schön, auf jeden Fall, aber tatsächlich ist es bei mir... Oh, gratis Geschenk für dich, nett. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass die Kappa-Düfte bei mir leider nicht so gut halten. Und quasi, wenn ich es mir drauf mache und dann das Haus verlasse, ist es bei mir tatsächlich schon weg. Das ist halt für mich so ein richtiger Büroduft, wo man nur einen Hauch von hat und das war's, ne? Ja, aber ja, das ist jetzt nichts Umwerfendes. Ich weiß, dass viele die großartig finden, aber an mir persönlich, an meinem Körper, hält das leider nicht so gut. Und deswegen ja, gebe ich die halt immer weiter. Aber na, das ist jetzt einmal das Ei gewesen. Nein, ist es nicht. Oh, wir haben hier noch ein dekoratives Kosmetikprodukt drin und ein bisschen Krüppelpapier. Und zwar von NYX, den Eye Pencil Jumbo. Da kannst du dir halt einen schönen Eyeliner mitziehen oder den als Kajal verwenden. Ne? Das ist so ein Gelstift. Verwende ich persönlich jetzt nicht so wirklich. Was man damit super machen kann, ist, dass du den als Eyeshadow Base verwendest. Also quasi als dunkle Base. Ist mega geil, wenn du so richtige, zum Beispiel Lethal Cosmetics hat jetzt so neue Chrome Flakes quasi. Also nicht Chrome, heißen die auch? Oder heißen die Multi-Chrome Flakes? Ich weiß es nicht. Halt angelehnt an Danissa Myricks, aber tatsächlich von der Konsistenz und Haltbarkeit ein Tickchen angenehmer, um ehrlich zu sein. Gibt es bei Purish, da könnt ihr aktuell mit Claudies Welt 15% drauf sparen übrigens. Und da eignet sich halt mega so eine dunkle Base darunter. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass ich den eben dafür
behalte, weil ich habe mal gehört, dass sie dafür perfekt sein sollen. Ich glaube schon. Ich glaube, das könnte was werden, weil dadurch macht man sich halt echt einen fancy Look, ne? Ihr Lieben, das ist jetzt wie gesagt immer das Ei gewesen. Ich finde für 39,95 bzw. 34,95, was ich ja bezahlt habe, habe ich sehr, sehr schöne Produkte bekommen. Dass da jetzt zwei Produkte mit dabei waren, also von Anastasia Beverly Hills und dieses Oolac-Produkt, was sich jetzt quasi so von den letzten Boxen, die man als Abonnent vielleicht bekommen hat, gedoppelt hat, ist halt so. Das Ei ist halt vor allem dafür gedacht, dass man es halt weiter verschenkt oder als Geschenk für sich selber nimmt. Und zum Beispiel eine Mascara, die brauchst du ja eigentlich auch in einer Weile auf. Ein Lippenstift jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem, ein Lippenstift hier mit beizuhaben, macht auf jeden Fall Sinn. Und das hat auch eine sehr, sehr schöne, hochwertige Verpackung, ne? Und ansonsten sind die Produkte sehr schön ausgewählt. Das Einzige, was jetzt hier nicht so ultimativ mit dabei ist, ist irgendwas für den Körper. Nee. Oder? Nee, ne? Nichts, also das Parfum halt, aber nichts für den Körper. In dem Sinne, ja, die Schoki, die geht auch auf die Hüften. Aber ja, ansonsten, also ich finde das Ei toll, muss ich wirklich sagen. Du hast hier keine Kabam-Krass-Sachen, außer die Mascara, tatsächlich doch. Die hat das Ganze nochmal rausgerissen. Aber trotzdem ein schönes Ei. Vor allem ist es relativ günstig. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, ne? Da können wir uns gerne mal austauschen. Ja, und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.